Ein neuer Tag beginnt und wir sind wieder auf Wanderschaft. Wir wollen heute auf den Lehoneck. Mal gucken hier, ob da was beisteht. Höhenmeter 1363 Meter hoch. Und da wandern wir heute mal hin. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt einfach mit. Es geht jetzt erstmal da lang und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Okay, viel Spaß dabei. Auf ein neues. Auch ruhig erstmal, Schatz, in aller Ruhe. Man kann bestimmt auch hier hochgehen, aber wir gehen den offiziellen Weg mal. Blaubeeren. So, wir folgen den roten Markierungen. Schöne bunte Kühe, schwarz-weiß geleckt. Das ist doch ein schöner Ausblick, oder? Thank you.
So, den Gipfel Hoheneck haben wir bestiegen. Jetzt geht es noch mal ein bisschen runter. Wir laufen noch ein bisschen rum. Und zwar geht die Richtung da hinten hin. Geht mal mit. Auf die Spitze wollen wir hin. Ist auch nicht mehr weit. Ja, die Aussicht stimmt ja. So, das ist jetzt an dieser Spitze angekommen. Machen wir noch mal ein kleines Päuschen und gucken uns mal alles in aller Ruhe an. Boah, das ist schon schön. Kann man also nicht anders sagen. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Bei schönem Wetter natürlich viel mehr. Und wir haben Glück. Naja, wir haben es ja auch ausgesucht. Wir wussten schon, dass heute gutes Wetter wird, klar. Ich habe mich mal so ein bisschen auf die Kante gewagt hier. Hier wäre der Ritt drauf, aber ich denke mal, das da ist der große Bällchen. Ja, zum Glück sind heute alle Gipfel mit Autos zu erreichen, wie man da sehen kann. So, wir hauen wieder ab. Wir laufen jetzt da lang, dann da oben lang, dann hinten runter. Dann sind wir wieder beim Auto. War ein schöner Ausflug. Ja, schon ein ganz schönes Panorama. Da gucken wir jetzt so Richtung Osten. Da sind die Berge nicht ganz hoch. In die Richtung wohnen wir auch. Richtung Gérardmer. Ja, in die Richtung geht es weiter. Wir gehen weiter wieder zurück zum Auto. Da dieser Weg. Mal gucken, wo wir rauskommen. Richtung stimmt. Ja, hier drüber haben wir jetzt die Weide betreten, damit hier die Kühe nicht abhauen. Da bimmeln die Kühe. Und 95% aller, die hier rumfahren überall, sind noch die Franzosen. Ganz wenig Deutsche. Ich würde sagen, noch ein paar mehr. Und da oben auf den Weiden stehen die Viecher und die anderen Rindviecher auch, die laufen mitten durch. So, jetzt habe ich beidhändig gefilmt. Super! Habe ich mich beim Filmen gefilmt. Praktisch. Ja, muss auch mal sein.
Wie gesagt, heute ist Mittwoch. Man stelle sich den Samstag und den Sonntag vor. Gut, was los hier. In Frankreich sind Ferien. Genau, Frankreich hat noch Ferien. Bis Ende des Monats. Komplett. Komplett Frankreich hat Ferien. So, das Zeug wächst hier überall. Allerdings ist es meistens da unten schon abgekappt. Wir wissen aber nicht, was es ist, weil es nicht wirklich zu erkennen ist. Und bei uns wächst aber nicht, also wissen wir es nicht. Sagt ihr mir, was es ist, schreibt es in die Kommentare. So, das war unsere erste Gipfelerstürmung. War schön. War doch überrascht. Und wunderbar. Schöne Aussichten bis runter in die Rheinebene. Und rüber bis zum Schwarzwald. Ja, uns hat es Spaß gemacht, oder? Ja. Gut. Also, uns hat es Spaß gemacht. Wir würden jederzeit wiederkommen. Oui, oui. Oui, oui. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und lasst, wie gehabt, einen Daumen da. Daumen hoch, wenn es geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland. Demnächst aber erstmal aus Frankreich. Macht's gut, euer Micha. Ciao, ciao. So, dadurch, dass wir jetzt zu früh auf die Straße gelangt sind, haben wir hier noch so einen Garten entdeckt. Den nehmen wir nochmal mit. Alles alpine Gewächse aus der ganzen Welt. Kann man nochmal durch den Hof laufen oder so. Alles kurz und klein. Auch ein Tier. Ja, ein Marder. So, was haben wir ja hier? Islandmoos oder sowas, ne? Irgendwie so Silberdistel oder sowas hier. Ja, schau mal. Orion und der Obsidian. Was ist der Obsidian? Das sind wir eigentlich. Hä? Das sind wir, Europa Westen? Eigentlich. Ja, Europa, der Orient sind die anderen. Das ist gut. Steht über Wasser dran. Interessante Blüten. Oder hier? Das ist wie Lupine, ne? Lupine. Hat bei uns nicht so richtig wächst. Genau. Aber es ist irgendeine Minisorte. Mhm. Na gut, kommt ja aus den Bergen. Lupine. Oh, interessant. Wasser immer beruhigend. Ja, ja, ist gut, Entschuldigung. Mein Futter. Ja, die hängen da nur so an so einem Ding dran. Da. Ja. Bleiben aber hängen, wirst du? Ja. Japan, Japan. Ach, dann ist wieder das gleiche Kraut, was wir eben hatten. Ah, Glock.
Na, das muss jetzt, das läuft jetzt voll, dann macht der Blub. Das kann dauern. Ja, für Leute, die sich für die Botanik interessieren. Ganz interessant. Vielleicht so im frühen Sommer besser, da blüht noch mehr. Ja. Mosel, Feuchtgebiete. China. So, den Jardin der Altitude du Haut Chitelet. So heißt der. Den haben wir jetzt mal mitgenommen. War ganz interessant. Wie gesagt, könnte eventuell im Hochsommer oder im Frühsommer schöner sein, da mehr blüht. Aber auch so ganz interessant. Angucken, vorbeifahren. Nicht vorbeifahren, reingehen. Okay, dann war's das jetzt doch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.